Guten Morgen, meine Freunde, euer Coach hier. Das ist hier ja, im neuen Studio. Richtig geil. Nie dem Alten hinterher heulen. Meine Freunde, ich habe auch erst so gedacht, was, wie, ihr schließt morgen. Da habe ich gedacht, okay, neue Lösung finden. Aber im Endeffekt bin ich richtig froh, dass ich jetzt nicht mehr in dem anderen Studio bin. Viel enger, viel kleiner. Einige Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Und jetzt kann ich hier Ausdauer mit dem Blick machen, vor der Nase. Ist das nicht geil? Guck mal hier, die Marina. Richtig geil und echt großzügig. Da ist Boxen, alles am Start. Freue mich und gucke gleich mal eure Fragen rein. So, neuer Blick hier. Ja, zwei ganz wichtige Mindset-Geschichten. Einmal, wie ihr jetzt seht, nicht alten Sachen hinterher heulen. Oh, meine Freundin hat mich verlassen. Ich kann nicht mehr atmen. Ich kann doch atmen. Okay, nicht was hinterher heulen, was einfach nicht mehr da ist, sondern immer das Positive sehen als erstes. Was ist positiv daran? Positiv für mich ist daran, dass ich ein geiles Studio gefunden habe. Noch offener, noch besser. Der Trainingsbereich gefällt mir noch besser. Die zweite Sache ist, schnell handeln. Okay, ich habe jetzt nicht einen Monat gebraucht, um ein neues Studio zu finden. Ich gucke, zack, zack, was mache ich? Gestern einmal hingefahren, angeguckt, angemeldet, fertig, Gas geben. Okay, diese zwei Sachen sind so, so wichtig. Was ich jetzt sage, ist so wichtig. Kann jeder erfolgreich werden? Nein. Aber warum kann nicht jeder erfolgreich werden? Ich habe ein Beispiel für dich, okay? Sagen wir mal, du hast ein erfolgreiches Business und du denkst so, hey, alles klar, meine besten Freunde von früher, ich will jemanden unterstützen. Diese Person hat nie durchgezogen, hat immer gesagt, ah, kein Bock. Und du sagst, egal, ich möchte jetzt unterstützen, ich möchte was zurückgeben. Ich überweise einfach mal eine Monatsmiete, dass er einen Monat Ruhe hat und ich sag ihm, ich überweise dir noch 1000 Euro mehr. Und die einzige Aufgabe, die du hast, du sagst vorher, eine Aufgabe hast du, machst du das? Ja, alles klar, mach ich. Die eine Aufgabe, die du hast, mach dir ein Konto bei Binance, tu 300 Euro in Cardano, in Bitcoin und in Ethereum. Okay, das ist die Voraussetzung. Dann überweist du, und was meinst du, wie schnell das passiert? 12 Tage später noch nicht. Obwohl du alles genau, Screenshot, alles genau sagst, wie er es machen soll. Und wirst du dann sauer, weil er das nicht macht? Nein. Das ist klar, das erwartest du, weil das ist ja das Ding. Es ist immer im Leben Ursache, Wirkung, immer. Und deswegen hilft es auch eigentlich nicht, jemandem Geld zu überweisen. Weil dadurch wird sein Leben nicht besser. Das ist, wenn du jemandem Fisch gibst, wird sein Leben nicht besser. Wenn du ihm beibringst, wie man fischt, dann wird das Leben besser, weil man das dann selber generieren kann. Aber die meisten Leute haben einfach kein Interesse daran. Also nicht mal, dass sie nicht glauben, dass es funktioniert, sondern die haben einfach keinen Bock. So, und der Unterschied zu erfolgreichen Menschen ist immer, wenn ich mit meinen Geschäftspartnern, mit Nahrungsergänzung zum Beispiel oder Emanuel, wenn ich mit denen schreibe, egal, kommt immer sofort was zurück. Sofort. Also die Leute, die erfolgreich sind, haben einen anderen Mindset. Es ist Ursache, Wirkung. Egal ob mit Körper, Beziehung, egal was. Es ist immer so. Guck mal meinen geilen Blick. Ja, jetzt gerade würde ich nicht mehr. Also ich investiere schon länger nicht mehr in ETFs, weil ja, der Markt hat sich komplett entkoppelt vom Realmarkt. Deswegen bin ich da vorsichtig. Zyste entfernen lassen. Also erstmal würde ich immer gucken, dass ich genug abgedeckt bin mit Jod. Das auf jeden Fall. Wunden heilen, Zink, Multivitamin, alles, was ich eigentlich in der Basis sage. Aber vor allen Dingen auch Vitamin C, Kollagensynthese, so wichtig. Warum ist die innere Stimme im Kopf nicht unbedingt auf unserer Seite? Das ist ein evolutionärer Grund. Früher war das nicht unbedingt gut. Also aus der Komfortzone rauszugehen, gehst in den nächsten Dschungel, wirst vom ersten Tier gerissen. Ist ein bisschen scheiße. So viel ist evolutionär, meine Freunde. Wenn ihr zum Beispiel im Schrank, im Auto überall Gesichter seht, das ist evolutionär, weil Krokodil sieht anders aus als ein Löwe. Ihr musstet Gesichter erkennen, um euer Leben zu retten. Oder wenn ihr euch interessiert für so Blabla-Gelaber, irgendwelchen Trash-TV-Scheiß. Das Gelaber war früher überlebenswichtig, weil wir mussten wissen, okay, hat jemand gesagt, dass da ein neuer Löwe in Town ist? Dann müssen wir aufpassen, dann sterben wir. So,
schnell jetzt eine Befriedigung haben, schnell meinen Hunger zu stillen. Das sind alles Sachen, wir wollen nicht jetzt nicht verhungern. Wir denken nicht darüber nach, ob wir in 10 Jahren Herzinfarkt kriegen oder Krebs. Das heißt, euer Gehirn ist immer nur kurzfristig ausgelegt. Für jetzt gerade. Beispiel, was ich neulich gemacht habe. Wenn in einer Studie 17 Leute sagen, 2 plus 2 ist 5 und du bist der Einzige, der was anderes sagen würde, dann sagen die Leute das Gleiche, um nicht gegen das Rudel zu verstoßen. Das hat das Überleben gesichert, dieses Rudelverhalten. Oder andere Beispiele. Warum mögen alle Menschen so einen schönen, weiten Blick? Warum? Weil das Entspannung heißt. Weil im Dschungel hast du überall jemanden, der dich vielleicht umbringt, ein Löwe oder ein Krokodil oder irgendwas. Aber wenn du weit siehst, dann weißt du, oh, entspannt, niemand als Feind da. Oder ein Sonnenuntergang. Warum wirkt so rosa, rot beruhigend? Weil das der Sonnenuntergang ist. Dann hat man sich hingelegt, Sonnenuntergang. Das ist alles Evolution. Alles Evolution. Oder warum gehen alle? Nein, Sissi, ich nicht. Warum gehen Frauen immer mit ihren Freundinnen auf Toilette? Was macht ihr da zusammen? Überleg mal. Denk mal 3 Millionen Jahre zurück. Willst du alleine vor die Höhle gehen und dann ist da ein Löwe und dann bist du am Arsch. Nimm mal deine Freundin mit. Kann eine gucken, könnt ihr reden. Oder andere Sachen so. Ich verarsche auch meine Frau immer. Na, bist wieder auf Bärenjagd. Frauen stehen in einem 20 Quadratmeter Laden mit Perlen und alles. Die stehen da und suchen alles aus und finden das voll geil. Der Mann Jäger. Wo ist die Sau? Frauen so, wir sammeln ein paar Beeren. Die Beeren sehen gut aus. Evolution, ich kann nichts dafür. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich kann nichts dafür. Ich habe es nicht erfunden. Das ist der Fakt. Ich verstehe gar nicht, worauf du jetzt hinaus willst. Worauf will ich hinaus? Dass nur wenn du besser wirst, wird dein Leben besser. Das ist es. Wenn wir das System verstehen, Banken verstehen, Finanzsystem, Psychologie, was die mit uns machen, das Gesundheitswesen, wenn ich verstehe, warum so ziemlich fast alle Ärzte gegen Vitamine sind, wenn ich das alles verstehe, dann wird ja mein Leben besser. Wenn ich das Finanzsystem verstehe, wenn ich verstehe, wie man Geld verdient, dazu brauche ich keinen zweiten Kopf, dazu muss ich nicht stärker, schlauer, sonst was sein. Wenn ich es verstehe, dann wird mein Leben besser. Das ist der Punkt. Aber die Leute denken immer, wenn sie irgendeinen Coin kaufen, dann sind sie frei. Nein, der erste Cent muss immer ins Wissen investiert werden und das muss man lernen. Und dann kommen wir raus und haben ein geiles Leben. Genau so ist es, meine Freunde. Kann man Citrospectin auch mit einem Eiweißpulver oder so? Ja. Es war ja sehr schwer löslich und deswegen haben wir jetzt zu allem Citrospectin immer so einen Shaker dazu gepackt. Habe ich gesagt, hey, müssen wir eine Lösung finden für die Kunden. Ist dabei. Bonbons, Süßigkeitengeruch einfach nur, den ich aus der Kindheit kenne. Und das macht sofort Klick, da muss man einfach davor stehen bleiben, sich das angucken und man fühlt sich sofort zurück in die Kindheit versetzt. Unglaublich. Das ist so eine Macht, eine krasse Macht einfach nur, wie wir das auch aus dem Matrix-Prinzip gelernt haben. Welche starke Macht das haben kann, einfach nur, wenn man Verlinkungen im Kopf hat. Also da, wenn das da funktioniert bei so, meine Freunde, bin fertig. Immer das Positive sehen. 2 positive Sachen sind mir schon mal aufgefallen. Hier ist es kühler, das heißt, ich schwitze nicht so krass, weil das andere war ja wie in so einem Wintergarten. Und die zweite Sache, dieses Putzmittel riecht so geil. Da freut man sich richtig, das Gerät sauber zu machen. Immer das Positive sehen. Der Schnüffelmeister hat wieder zugeschlagen. Wer kennt die Marke? Riecht auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Kann ich nur empfehlen.